Hallihallo, ihr Lieben. Willkommen zurück zu ARK. Und wir sind nicht auf Extinction. Vielleicht kommt euch das hier ja sogar bekannt vor, ne, wo wir hier sind. Ja, wir sind auf The Island. Mal wieder. Aber ich möchte mich hier gar nicht lange aufhalten, weil ich nämlich was anderes vorhabe. Habe ich soweit auch schon ein kleines bisschen vorbereitet. Muss ich nochmal gucken. Wie mache ich das? Wenn ich jetzt den Vogel nehme, habe ich doch dann wieder das Problem. Ich weiß nicht, ob es besser geht, wenn ich vielleicht den Tabea rannehme. Wir nehmen halt Dreier dafür. Dafür, wofür ich sie brauche, muss ich nicht kämpfen können. Sehen, ob das was wird. Das ist, da kriegt man gleich wieder so ein heimisches Gefühl, auch so ein kleines bisschen Heimweh sogar, Nostalgie. Der Plan ist nämlich, ihr seht hier Gretchen, habe ich schon mal vor die Tür gestellt. Ich möchte nämlich mit Gretchen zum grünen Obelisken oder zu irgendeinem Obelisken, welcher genau, das ist mir dann eigentlich auch egal, streng genommen. Aber der Plan ist, dass Gretchen mit uns nach Extinction umzieht. Sagt man nach Extinction zu Extinction? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ja, ist der Plan, dass er mitkommt. Deswegen gehe ich jetzt hier zu dem Obelisken und möchte sie gern hochladen. Und ja, so dachte ich, könnt ihr mitgucken. Bin ich jetzt hier gerade? Weiß es nicht. Ich sehe hier wieder nichts. Gretchen ist zu groß für diesen Urwald. Halt nur aufpassen, dass Taya nicht angegriffen wird. Aber ich habe sie ja mir folgen lassen und nicht Gretchen, sodass theoretisch keine Gefahr bestehen sollte, wenn sie hoch genug fliegt. Dann würde ich ja nicht ran. Ich hätte gerne wieder auf das Gelände, damit ich zu viel verlangt wäre, dass ich wieder sehe, wo ich auch lang laufe. Sehe ich ein bisschen mehr, da kann ich jetzt brennen. Ja, also wie gesagt, Gretchen soll mit uns umziehen. Oder nachziehen. Sodass ich sie halt dort auch einsetzen kann. Ich weiß nicht genau, wofür. Ob Gretchen ausreicht, dass man da vielleicht auch mal einen Titan anfängt. Ich habe absolut keine Ahnung. Oder ob ich dann einfach auch noch mal die Eishöhle versuche, dass wir da den Rest noch erkunden, den wir nicht geschafft hatten. Aus Frust das letzte Mal. Oder ob man das eine mit dem anderen verbindet und macht den Titan in der Höhle. Obwohl, ich glaube, das ist am Ende der schwierigste von allen. Weil das auch die schwierigste Höhle von allen ist, meiner Meinung nach. Von der Seite her könnte das vielleicht nicht die beste Idee sein unbedingt. Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, es ist nicht verkehrt, wenn Gretchen da auch uns zur Seite steht. Ich habe den Spielstand hier von The Island auch gesichert. So dass, falls was schief geht auf Extinction, dass wir dann hier, dass ich einfach den alten Spielstand hier wieder lade und Gretchen dann sozusagen noch hier ist. Ne?
Aber ja, ich könnte, hätte natürlich jetzt auch auf die Eile, auf Extinction versuchen können, einen Giga zu zähmen. Allerdings habt ihr ja gesehen, vom Level her hätte man jetzt wieder Ewigkeiten den Sattel auch nicht craften können. Deswegen denke ich, ist das hier so auch ganz okay, denn wir haben ja schon zusammen einen Giga gezähmt. Wisst also, dass ich das prinzipiell kann, ja. Das muss ich euch also nicht nochmal beweisen. Und wir sparen uns dann halt auch noch das Leveln, um dann den Sattel wieder machen zu können. Das kommt ja immer dazu, ne? So, jetzt muss ich nochmal gucken, wie ich da hochgekommen bin. Ich hier auf dem Gretchen da den Weg auch gehen kann. Die ist nämlich nicht der wendigste Dino. Nicht abstürzen, danke. Du bist im Weg. Kreis wie ein LKW und jetzt ist Taya im Weg. Komm, mach dich weg. Danke. So. Ich hoffe, ich kann das überhaupt hochladen, aber es müsste gehen. Dann sollte das nicht gehen. So. Dann steige ich jetzt hier ab. Muss natürlich noch den Sattel wieder abnehmen. So, das, was jetzt hier drin hat, das ist verzichtbar. So, okay, dann Kreaturen. Wir möchten einfach Gretchen hochladen. Wählen wir aus. Upload. So, Gretchen müsste jetzt weg sein. Ja. Und dann mache ich noch den Sattel. Das glaube ich hier bei Daten. Mach mal so. Dann müsste das eigentlich hier drin sein, ne? Glaube ich. Route. Genau. So, das heißt, wir sind hier fertig. Taya, du kommst mal bitte her. Dann kann ich nämlich hier zurück. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder auf Extinction. Da, wo wir eigentlich hin wollten, ne? Und holen uns Gretchen noch herzu. Also bis gleich. So, und da wären wir. Wir sind jetzt hier zurück auf Extinction angekommen. Hier hat sich auch ein bisschen was getan. Wir haben jetzt zwei Werkbänke, weil eine nicht mehr gereicht hat. Und unsere Ressourcenschränke haben wir auch irgendwie nicht so sinnvoll genutzt. Naja, egal. Das war ja nie wirklich als schöne Basis gedacht, sondern halt einfach nur ein bisschen praktisch, mehr oder weniger. Dann haben wir hier jetzt auch ja, ein bisschen eng alles, aber noch einen kleinen Anbau geschaffen, weil wir nicht genug Kühlschränke hatten und beziehungsweise die Kühlschränke alle zu voll waren und so, ne? Deswegen ist das jetzt hier auch noch ein bisschen anders geworden. Aber es ist doch so eigentlich ganz gut, ne? Damit ihr das auch mal gesehen habt. Haben wir jetzt hier. Das ist auch neu, wusste ich gar nicht. Target only survivors or tamed creatures. Das ist, glaube ich, nicht beabsichtigt. Ich weiß es nicht. Also es würde wenig Sinn machen. Ich würde das vielleicht mal umschalten auf nur wilde Kreaturen.
Also ich weiß nicht, wie es gedacht war von meiner Mitspielerin. Ja, wenn es anders gedacht war, kannst du es ja gern wieder zurückstellen. So. Wir wollten aber jetzt hier einmal das holen wir uns natürlich und dann Gretchen. So. Guten Tag, Gretchen. Willkommen auf Extinction. Die Werte hatte ich mir jetzt gar nicht nochmal angeguckt, aber die dürften sich nicht großartig verändert haben. Und ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ja, eine Sache zeige ich euch gleich noch, bevor wir mit Gretchen weiterziehen. Das werde ich nämlich jetzt einfach reinschneiden, denke ich. Statt euch das Ganze separat zu zeigen. Ich habe es nämlich endlich geschafft, ja, die mit Hilfe, ja, beim Ressourcensammeln vor allen Dingen, ja, endlich diesen guten Enforcer hier zu craften. Ihr seht das jetzt hier. Und ja, von den Werten her, habt ihr ja gesehen, ist ein bisschen merkwürdig. So toll ist er jetzt auch nicht unbedingt, ne? So viel besser. Ja. Hat aber offensichtlich 4 Teleportationssprünge, die er machen kann. Ja, müssen wir einfach mal gucken. Ich habe es jetzt noch nicht weiter getestet. Vielleicht level ich ihn auch erstmal so ein bisschen. Cool sieht er jedenfalls aus. Das muss ich sagen. Die Farbe gefällt mir sehr gut. So, genug dazu. Ich will mit Gretchen ein bisschen durch die Gegend ziehen. Sie soll sich ja auch hier schön wohlfühlen. Ja, und das geht am besten mit einer kleinen Fresstour. Und ich würde die sogar auch im Ödland mal probieren. Die Überlegung, die ich jetzt nämlich auch hatte, jetzt beim Transfer, müsste das nicht eigentlich auch mit einem Giga problemlos möglich sein, so eine mittlere Elementeader zu machen, beziehungsweise einen mittleren Droppot? Ich weiß es nicht. Die Gefahr beim Giga ist natürlich auch, dass man ja mit seinen eigenen Kreaturen auch Schaden an den Strukturen macht, also an den Elementadern und den Droppot. Und der Giga hat nun mal einen recht großen Flächenschaden, ja. Das ist vielleicht aus dem Grund nicht so geeignet, unbedingt das zu nutzen. Das weiß ich nicht. Aber ja, ein Versuch wäre es doch eigentlich wert. Ich muss halt nur aufpassen auf den krumpierten Giga, der hier draußen rumspringt. Er ist nämlich wirklich sehr nah am anderen Eingang zur Stadt. So, was halte ich von dir? Nichts. Na, da drüben springt der rum. Würde ja mal interessieren. Vielleicht, wenn wir zufällig hier draußen eine Elementader sehen. Das würde ich einfach mal probieren. Helfen die uns eigentlich an? Das habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, die haben keinen Respekt vor dem Giga.
aber sollten.